Hi und herzlich willkommen. Ich treibe mich mal wieder hier im schönen Rostocker Trihotel herum und treffe gleich auf eine echte Musikerlegende. Sie ist Jazz- und Soul-Sängerin, ist aus Leipzig und macht eigentlich schon ihr ganzes Leben lang Musik. Uschi Brüning. Und mit dabei ist auch Günther Fischer, einer der berühmtesten Komponisten aus der DDR. Ich stehe jetzt hier mit Benny Weiß vom Trihotel. Wir stoßen auch nochmal an. Prost, Luisa. Prost. So, erzähl doch mal, warum sind wir heute hier bei dir im Restaurant überhaupt und nicht unten auf der Bühne? Ja, gute Frage. Es ist ja ein legendärer Konzertabend, aber wie du siehst, die Rostocker gehen im Fünf Elemente im Trihotel vorher schön essen, genießen das, haben Zeit für Gespräche und gehen dann erst ins Theater runter. So, ich stehe jetzt hier auf der Trihotel-Bühne mit der Jazzlegende Uschi Brüning. Hallo Uschi. Hallo. Wir dürfen sitzen, ne? Das haben wir besprochen. Genau. Ja. Du bist das zweite Mal jetzt, glaube ich, hier im Trihotel. Richtig. Wie ist es denn für dich, jetzt hier wieder auf der Bühne zu stehen? Also es ist für mich so eine Art Heimgefühl, weil das war das letzte Mal schon so schön und wir sind so gut behütet worden. Und umso mehr freue ich mich heute, dass nach mehrmaliger Verlegung es heute stattfindet in diesem schönen Ambiente. Wie ist es jetzt wieder so live zu spielen, hier nach dieser schwierigen Corona-Zeit endlich mal mit der Band wieder auf der Bühne zu stehen und vor echtem Publikum zu spielen? Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wie wenn man aus dem Gefängnis gekommen ist und jetzt in der Freiheit wieder ist. Hast du auch irgendwie eine Verbindung zu Rostock eigentlich oder zu Warnemünde? Oh, eine ganz große. Ich war schon als Kind in Warnemünde. Da hat meine Mutti zur Saison gearbeitet im damaligen Kurhaus in Warnemünde. Und da war ich schon als Kind fast jeden Sommer hier und ich liebe es. So, jetzt bin ich hier im Backstage-Bereich mit dem berühmten Komponisten Günther Fischer. Guten Tag oder moin. Ja, moin. Ne, guten Abend. Ja, ja. Moin, moin. Ja, so. Günther, wir dürfen uns ja auch duzen. Ja. Uschi hatte mir das auch vorhin schon erlaubt. Wie ist es denn jetzt für dich, mal wieder auf der Bühne mit echtem Publikum zu stehen? Ja, das ist schon ein Vergnügen, weil wir haben ja wirklich eine Durststrecke gehabt jetzt. Wir haben 2 Jahre überhaupt kein Konzert gehabt. Wir hatten zwar die Auftragsbücher voll, aber es fand nichts, 2020 gar nichts statt, ne? Und in diesem Jahr bis jetzt auch nichts. Und wir haben jetzt eine Premiere gehabt in Dresden zum Jazzfestival am Sonntag. Und das war das erste Konzert seit 2 Jahren. Sehr gut. Ich habe sehr gute Erinnerungen an die frühen Platten von Günther Fischer insbesondere. Uschi Brüning mag ich auch und das ist für mich eine schöne Erinnerung an alte Zeiten. Wunderbar, ich habe auch nichts anderes erwartet. Sehr, sehr gut. So muss ich mal sagen. So, ihr
ihr Jazzliebhaber. Das war's mit Günther Fischer und der richtig tollen Uschi Brüning. Mich hat's gefreut. Ich fand den Abend echt grandios und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht es hübsch. Tschüss, eure Luisa.